Ja, nach dem 7-Kilometer-Marsch, den Sie gerade absolviert haben, sind Sie jetzt in der Halle für den Halle-Nils-Parcours, für den Sie jetzt hier vorbereitet werden, um den Test am Freitag durchführen zu können. Wir schauen hier gerade danach, ob die Kameraden irgendwas dabei haben, was sie nicht dabei haben dürfen, wie zum Beispiel Zusatzverpflegung, Riegel oder Zigaretten, was sie nicht dabei haben sollen. Und das prüfen wir nach, ob stichprobenartig, ob das jemand mitgenommen hat, unerlaubterweise. Die 36-Stunden-Übung-Montage schon begonnen. Da sind die Inhalte wie sich orientieren im Gelände nach bestimmten Marschkompasszahlen und mit einer Karte sich orientieren. Des Weiteren mit Zusatzaufgaben, die sie nicht zu bewältigen haben. Ja, nach der Ruhephase von 3,5 Stunden, die sie in den 36 Stunden insgesamt hatten, haben sie noch mehrere Stationen wie eine Waffenstation absolviert, noch verschiedene Aufgaben zur Orientierung und am Ende einen Verwundetentransport durchgeführt, was sehr erfolgreich absolviert wurde. Die Woche ist nun jetzt vorbei, ganz im Groben. Es ist sehr gut gelaufen. Die Jungs waren alle motiviert, haben alle durchgezogen bis zum Schluss, bis zur letzten Sekunde.